Leute, ich habe alle Filme der After-Reihe gesehen. Da höre ich doch jetzt beim großen Finale nicht auf, denn seit dem 3. Oktober kann man After Everything direkt auf Amazon Prime Video anschauen. Ja, basierend auf der Buchreihe von Anna Todd, wobei ich jetzt viel von Fans gelesen habe, dass dieser neue Film mit der Grundgeschichte eigentlich so gar nichts zu tun hat. Und die ersten vier Teile waren ja alle von der Konstantin-Film, dann auch Filme, die im Kino liefen. Aber jetzt direkt als Streamer, zumindest in Deutschland, geht die Geschichte von Harden Scott und Tessa Young in ihrem finalen Kapitel zu Ende. Das Ganze beruht auf einer Harry Styles Fanfiction. Deswegen Harden Scott, Harry Styles, die gleichen Initialen. Und wo sind wir denn jetzt hier? An welchem Punkt dieser Reihe, die für mich immer eine große toxische Beziehung war, Selbstzerstörung, viel Drama und in einem Grunde immer aufzeigte, wie man denn nicht miteinander umgeht, wie man nicht miteinander redet oder wenn man einfach mal miteinander reden würde, seine Bedürfnisse äußern, ein bisschen empathisch ist und auch aus dem anderen Blickwinkel schaut, man ganz schnell Dinge ausräumt konnte, aber natürlich gibt man da keine ganze Buchreihe hin und sicherlich auch keine vier oder fünf Filme, weil das Drama muss gigantisch groß sein und die schmachtende Liebe und das gebrochene Herz im Vordergrund stehen und das ist in der After-Reihe dann halt der Fall und was mal als eine Wette anfing, war dann eine große Liebe, wo der teilweise von sehr seichter Erotik, die die Reihe immer durchzogen hat, dann auch ein bisschen expliziter, ich glaube, das war im zweiten Teil der Fall, wenn ich mich richtig zurückerinnere, aber dann hat auch Christie London die Regie übernommen, die hat auch Perfect Addiction gemacht, also auch so ein Film aus so einer Richtung, der letztes Jahr, glaube ich, rauskam, hatte dann After Love und After Forever und jetzt dann hier halt After Everything zu verantworten. Und wo befinden wir uns bei diesem 93 Minuten, der 12 Jahren freigegeben ist? Nun, Harden hat ein gebrochenes Herz, sein großes Erfolgsbuch, das er rausgebracht hat, war letztendlich aber auch der Verrat an Tessa, die nichts davon wusste. Deswegen ist sie weg, sein Herz ist gebrochen, er ist traurig, er ist selbstzerstörerisch, er greift zum Alkohol, er belästigt sie letztendlich über WhatsApp oder SMS oder was auch immer das ist, doch mit ihm zu reden. Er wolle sich verändern, ist eigentlich nach wie vor ein recht unangenehmer Typ und in seiner Selbstzerstörung kommt dann die Idee auf, weil er sich mitten auch in einer Schreibblockade befindet für sein neues Buch, warum nicht mal nach Portugal gehen, andere Gedanken, auf die man kommen soll, anderer Ort, einfach mal ein Tapetenwechsel. Und da trifft er auf seine alte Liebe Natalie und tatsächlich ist das so ein Kniff, wo ich dachte, okay, ist nicht ganz uninteressant, weil die mal ein bisschen erwachsener daherkommen, weil die auch weniger diese vorwurfsvolle Ebene bedient, was Tessa nie hat, aber Harden immer sofort. Ich erinnere mich an Szenen, wo in Restaurants, wenn ein Kellner sie einfach nur bediente, er gefühlt ihn sofort anrempelt und meinte, guck mein Mädchen nicht an oder was auch immer. Unglaublich anstrengender, übergriffiger, toxischer Charakter, der dann immer so ein bisschen schmachtend in seiner Traurigkeit versucht, sollte vielleicht die Blicke von anderen auf sich zu ziehen. Da gibt es auch hier eine relativ sinnlose Szene in einem Flugzeug und so Tagträumen, die er hat oder Träume, die er am Tag hat, wo ich auch dachte, was, wie passt das denn jetzt da rein? Naja gut, was ich aber gerade sagen wollte, ist, es gibt dieses Momentum, wo Harden versucht, ein bisschen erwachsener zu werden, an einem anderen Ort, auf einen anderen Charakter treffend, ohne die ganz großen Vorwürfe, ohne die ganz großen Dramen. Und da dachte ich, ach guck mal an, vielleicht steckt man hier eine andere Tonalität an, aber dann entwickelt sich der Film dann doch zu einem Finale, wo ich persönlich sagen muss, okay, für Fans und den großen Überbau mag ganz nett sein, aber für die eigentlichen Charaktere ist es nicht glaubhaft. Was vor allem kritisch ist, ist, dass einfach Josephine Langford, die Tessa Young spielt, anscheinend für diesen Dreh gar keine Zeit hatte, wegen Terminproblemen oder was auch immer der Grund dahinter ist und man deswegen auf bereits gedrehtes Material zurückgegriffen hat und so fällt hier der komplette weibliche Lead, die komplette weibliche Hauptrolle raus, die ja vorher extrem prägnant war, in jedem Teil, weil es eben dieses Für und Wider zwischen diesen beiden Charakteren war und damit ist das eher so ein Harden-Scott-Spin-Off, der sich dann aber auch wieder, finde ich, für falsche Dinge entscheidet, statt sich einfach diesem Leben da in Portugal zu sagen, ey, das ist doch mal vielleicht ein Versuch wert und ein ganz anderer Ansatz, aber für mich ist es dann eher schwierig, weil auch Rio Fiennes Tiffin das so immer wieder auch sehr begrenzt spielt. Der ist schon limitiert nach oben, was da so eine Qualität angeht. Und das ist immer wieder dieses, ja, nicht erwachsen werden wollende und unreife reagieren auf die kleinsten Dinge, wo ich mir sage, brauche ich nicht. Und das merkt man vor allem, wenn eine Mimi Keen ihm gegenübersteht als Natalie, die dann einfach 3 Schritte weiter ist in ihrem Punkt, wo sie im Leben steht. Und davon hätte man lernen können. Aber dann finde ich, macht man den Fehler, das eben nicht zu tun, wenn man anscheinend sowieso schon auf den Büchern nicht wirklich beruht, sondern vielleicht dann höchstens den Überbau bedient. Da hätte man
sich hier mehr wagen können. Ansonsten sieht die Reihe so aus, wie sie immer aussah. Ich habe ja schon gesagt, die Kamera bleibt relativ seicht, also hier die 12er Freigabe. Dann mehr gegeben als in manch anderem Teil, sowieso relativ entschärft. Da ging es ein bisschen heißer her in einigen der anderen Filme, was vielleicht ja auch eine der Kernsachen ist, wo Leute dachten, okay, das ist für sie spannend vielleicht anzusehen. Ansonsten, Szenenbild Portugal ist noch ganz nett so als Szenerie. Die Musik ist mir oft zu schmachtend und zu groß. Ne? Jetzt nicht unbedingt auf so einem Level wie die 365-Tage-Reihe, aber dann noch einfach für mich nicht passend genug. Und so ist es so ein Ding, was trotz 93 Minuten mir immer wieder zu zäh vorkommt. Und klar, Robert, das ist die After-Reihe. Was habe ich denn erwartet? Aber ich habe sie komplett gesehen, weil ich dachte, okay, was ist es? Jetzt habe ich es gesehen und da ist einfach nicht viel Luft in irgendeine Richtung. Und ich bin auch mal wieder so ein bisschen fasziniert, ne? Wenn man so die, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher dem zugrunde liegen, wenn man so im Grunde das alles liest und ist dann, das muss ja schon auch eine gewisse Sogkraft haben, ne? Dieser Herzschmerz, dieser Kummer, diese Melancholie, aber eigentlich hat das auch was, was einfach nicht gesund ist. Und deswegen verstehe ich dann manchmal gar nicht so sehr, wenn sich in so vielen Büchern im Grunde zwei Figuren so lange umeinander drehen, anstatt voranzugehen zusammen, ob es mir dann nicht die Zeit zu schade wäre, mich so damit auseinanderzusetzen. Also würde ich es nicht beruflich machen, wäre für mich bei der After-Reihe sehr früh Schluss gewesen. Jetzt habe ich es halt zu Ende geschaut und die Entscheidung von der Konstantin, den anscheinend dann nicht ins Kino zu bringen, sofern sie von ihnen kommt, sondern als Streamer scheint letztendlich auch dahin zu ziehen, dass man schon merkt, da geht ganz schön die Luft aus, weil die Tatsache, dass die weibliche Hauptrolle fehlt, funktioniert so gar nicht bei dem Film, wo ich am Ende sage, man hätte es lieber früher und knackiger enden lassen sollen und vielleicht mehr von der Grundgeschichte zusammenziehen in den Teilen vorher, weil gespielt ist es dann einfach nicht doll und diese komplett sich ziehende zu seichte Art von einer absehbaren Geschichte, wo das Toxische trotzdem der anderen Filme immer noch nachhalt und dieser selbstzerstörerische Aspekt von Harden dann trotzdem immer wieder durchkommt. Wozu? Was ist das? Figur Natalie ganz nett, Portugal ganz schön anzusehen. Das Harden mal kurz versucht, ein bisschen erwachsener zu werden, mochte ich auch. Aber irgendwie wird vieles dann wieder mit dem Hintern eingerissen gegen Ende des Films. Für mich sind das noch für diese kleinen netten Gedanken und kleinen anderen Ansätze, wo es mal 30 Minuten mehr Harden nicht auf die Nerven ging, 4 von 10 möglichen Punkten und insgesamt 3 von 10 möglichen Punkten. Ich müsste echt mal zurückgucken. Ich glaube, die anderen Filme habe ich teilweise wirklich, wirklich besser bewertet. Vielleicht gehe ich inzwischen auch anders oder härter ins Gericht. Das ist dann eben auch der Unterschied, wenn man sich selbst entwickelt und mit Dingen auseinandersetzt und dann vielleicht auch klarer drauf schaut. Okay, das vielleicht noch als kleine Randinformation. Wenn ihr jetzt so sagt, After Everything, der ist schon raus, könnt ihr auf Amazon Prime Video schauen, wenn ihr Prime-Mitglied seid. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.